Willkommen zurück zu Resident Evil Revelations. Wow. Böses Spiel. Böses Spiel. Im letzten Part haben wir hier bei dem Typen... Nee, wir haben das Wappen zum Beispiel gefunden. Und den Steuerradschlüssel im letzten Part. Und jetzt sollen wir... Wir sollten zum Notfallkommunikationsraum und die Zentrale kontaktieren. Ganz genau, was er sagt. Ganz genau, was er sagt. Jetzt ist nur die Frage... Wo zur Hölle muss ich hin? Das hier ist wieder die Brücke. Das ist falsch. Dann bleibt mir ja eigentlich nur noch das Kraut hier mitzunehmen. Hallo, du grünes Kraut. Und die Pistolenmunition nehme ich natürlich auch dankend mit. Funktioniert nicht. WTF? Wie komme ich denn hier weg? Wie komme ich denn hier weg? Das ist das. Über die Brücke? Und was ist das hier? Oh, komme ich hier hin? Ach so. Ja. Nein. Nee, nicht wirklich. Okay, Leute. Verwirrung pur. Leichte Verwirrung. Aber machbar. Also so viele Möglichkeiten haben wir nun wirklich nicht. Da geht's nicht lang. Also müssen wir wieder auf die Brücke. Und jetzt kann ich nur beten... Ja. Von der Arbeit. Belassen wir es dabei. Hier geht's auf jeden Fall wieder zurück. Das ist nicht das Problem. Ja, das war klar. Als ob wir mal einmal verschont bleiben könnten von den Viechern. So. Das scanne nehme ich natürlich mit. Na, weiter, ne? Was bleibt uns? Ah, der wird jetzt aber wohl funktionieren. Ja, gut. Ey, wenn nicht, ich wäre auch echt, dann wäre ich an die Decke jetzt gegangen. Obere, ja, was weiß ich denn? Obere Kabinen, mach mal. Keine Ahnung. Boah, ja. Ruckel, Leck, was ist denn jetzt kaputt? Ganz ruhig, ganz ruhig. Ich mache am besten nichts. Ja, hier waren wir auf jeden Fall schon mal. Das ist gut. Da gibt's auch wieder... Warte mal. Ne, ich dachte gerade, hier wäre eventuell schon die Schrotflinte. Und hier ist nochmal der Steuerradschlüssel erforderlich. Dann kommen wir hier nämlich jetzt auch rein. Können hier wenigstens uns einmal... umsehen. Das war klar, dass hier was drunter liegt. Das war so sonnenklar. Illegales Zubehör. Was? Wie gehen die denn ab? Das war's? Geht's hier höchstwahrscheinlich nur um das illegale Zubehör? Und das da. Mal schauen. Notiz aus Raum 303. Es sind nur 4 Seiten, das machen wir. Was zur Hölle geschieht hier? Im Schiff wimmelt es vor Monstern. Die reißen hier alles in Stücke. Monster wie diese habe ich noch nie gesehen. Sie wirken unbeholfen, doch wenn sie einmal zupacken, ist alles aus. Diese Drecksviecher haben meinen Freund Hassan auf dem Gewissen. Bastarde! Ich habe sie mit der Knarre verscheucht und mir so Zeit zum Fliehen verschafft. Zum Glück ging die Kugel durch den Arm. Die Knochen dieses Monsters sind wie die einer alten Frau. Aha. Mir sind alle Fluchtwege versperrt. Dieses verdammte Monster hat mir mein Bein ordentlich verdreht. Verdammt, Munition habe ich auch keine. Keine Ahnung, ob ich das hier überlebe. Ja, wahrscheinlich hast du es nicht überlebt. Das tut mir an der Stelle schrecklich leid. Ich hätte es dir gegönnt. Und deinem Kumpel Hassan natürlich auch. Niemand sollte so sterben. Nein. Nicht einmal du. So. Hier geht's zurück. Wir müssten auf jeden Fall an der Schrotflinte vorbeikommen. Also, Augen auf hier. Ja, hier sind ein paar einzelne Räume. Die klappere ich jetzt auch nur ab, weil ich Angst habe, dass ich die Schrotflinte verpasse. Aber ich weiß, wo wir sind. Hier ist das Badezimmer, in dem wir... Ja, das war unser Gefängnis. Raum 303. Ist das Raum 303? War das so? Das will ich jetzt wissen. Nein, wir waren in Raum 301 gefangen. Oder vielleicht war er da auch gefangen. Ich weiß es nicht. Jetzt gehe ich zurück.
Boah, die Karte ist echt hilfreich. Also, die Karte, Leute, guckt drauf. Definitiv. So. Das könnte doch die besagte große Halle sein. Aber ich weiß es nicht genau. Ich schaue mich einfach mal um. Ja, natürlich. Natürlich. Verpiss dich! Scheiße! Dämlicher Y-Knopf, so. Ja, ja. Komm, das reicht jetzt. Genug gemessert. So, zack. Scan. Ich glaube zwar, dass ich hier sowieso alles gescannt habe, aber naja. Was soll's. Naja. Gut, gut, gut. Damit ist das geklärt. Hier ist falsch. Hier ist nur der Pisspot und so. Das ist egal. Das ist egal. Da müssen wir hier hin. Geht's hier nämlich weiter. Ja, da brauchen wir ein Kartenlesegerät. Karte. Ja, nee, ich will mich jetzt hier eigentlich noch kurz ein bisschen umschauen. Obwohl, habe ich alles Ne, ich habe nicht alles. Hier bin ich nicht lang gegangen. Tut mir leid, Leute, aber ich muss jetzt hier einmal gucken wegen des. Nee, den. Ach doch, hier bin ich wohl lang gegangen. Was laber ich denn? Wo ich nicht lang gegangen bin, ist hier runter. Ich will halt unbedingt gucken, dass ich nicht die Schrotflinte verpasse. Weil ich mir da wirklich nicht sicher bin, wo die ist. Ich weiß, das ist blöd, aber müssen wir jetzt echt machen. Und ich glaube fast, wir sind hier richtig. Ja, sind wir auch. Na gut, dann habe ich die Schrotflinte jetzt nicht wiedergefunden. Tja. Ist das an dieser Stelle egal? Eigentlich, oh, fuck you. Ist nicht egal. Jetzt werden wir die Schrotflinte. Habe ich irgendwie Granaten oder so einen Scheiß? Nein. Was denn jetzt? Kann er schießen? Schießt der? Der hat doch irgendwie geschossen. Bist du tot? Jo, du bist tot. Da oben ist noch einer. Ich weiß nicht, ob es jetzt echt nötig ist, den zu töten, aber irgendwo will ich auch den Scan haben. Jetzt bin ich heiß drauf. Ist so. Nun gut. Das hätten wir. Dann können wir hier den Ankerschlüssel. Ja, wo. Mist. Was ist das hier? Ah, hier ist der Steuerradschlüssel. Dann ist das hier bestimmt der Notfallkommunikationsraum. Na? Hängt sich hier fast wieder auf, das ganze Spiel. Okay. Das hier wird wohl die große Halle sein. Weil die kommt mir echt groß vor. Der ist hier. Es war klar. Es war so klar. Oh. Vor dem Notfallkommunikationsraum hinterlassene Notiz. Das ist der Notfallkommunikationsraum. Ohne meine Erlaubnis und ohne meinen Schlüssel kommt hier niemand rein. Wenn Sie hinein wollen, finden Sie mich wie gewöhnlich auf dem Promenadendeck. Ihr Kommunikationsoffizier. Darunter ist eine handgeschriebene Bemerkung. So ein Müll. Das Schiff wimmelt vor Freaks und Monstern. Ich gehe zur Promenade. Da finde ich wenigstens was zum Essen. Wer noch am Leben ist, kann mich dort antreffen. Ihr wisst, wo ihr mich finden könnt. So leicht trete ich nicht ab. Verlasst euch drauf. Hoffentlich bin ich nicht der einzige Überlebende. Euer freundlicher Kommunikationsoffizier. Aha. Wir sollten den Schlüssel finden können, den wir brauchen. Ja, neben der Halle.
Neben der Halle. Wo ist denn jetzt neben der Halle, bitte? Ist hier neben der Halle? Nein, hier ist nicht neben der Halle. Ich habe echt keine Ahnung. Jetzt sind wir wieder hier oben. Können wir von da unten vielleicht? Gibt es da Türen? Das könnte sein. Wie komme ich denn da runter? Wie komme ich denn da runter? So. Natürlich funktioniert der nicht. Warum denn auch? Ich will da ja nur rein. Weil hier könnte es auch hingehen. Das sieht auch nicht so schlecht aus. Zumindest von der Karte her. Wobei, von hier komme ich. Von hier komme ich doch, oder? Ja. Ich guck's trotzdem nach. Wenn ich jetzt falsch liege und ich komme nicht von hier, dann würde ich mich zu Tode ärgern. Dass ich dann feststelle, dass ich das verpasst habe, das wäre echt... das wäre ätzend. Das wollen wir nicht. Nein, von hier komme ich nämlich definitiv nicht. Was ist das hier? Ja, ich sehe schon, hier ist gleich die Kacke am Dampfen, Leute. Deswegen verabschiede ich mich an dieser Stelle erstmal. Und wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann und ciao.